Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie eine ZDF-Moderatorin im Interview mit Tino Chrupalla im Morgenmagazin ganz klar eine Position bezieht und Narrative verbreitet. Das typische Corona-Panik-Maßnahmen-Lockdown-Impfnarrativ. Also dass die Maßnahmen wie Impfpflicht, dass das gut, normal und notwendig ist. Und wie Tino Chrupalla dem ein ganz anderes Narrativ entgegengesetzt hat. Es ist zu dem Interview zu sagen, dass es über Google nicht auffindbar ist. Ich habe an 2 Tagen geguckt, ich habe am 31. geguckt und jetzt noch ein paar Tage später. Jedenfalls, beide Male war nichts zu sehen von dem Interview. Nur ein Interview von dem 23. und vom 15. Also selbst wenn man eingibt, Interview, Morgenmagazin, Interview, wo wirklich was kommen müsste, kam nichts. Es wurde bei Google bei bestimmten Suchbegriffen eine einzige Meldung angezeigt. Rote Fahnen-News. Das heißt, man sieht hier, Google hat von dem Interview mitbekommen. Und die einzige Quelle, die einzige Nachricht, die dazu veröffentlicht wurde, ist Rote Fahnen-News. Jetzt im Folgenden das Interview. Zunächst die Fragen der Moderatorin allein gestellt, weil dadurch aus meiner Sicht gut offensichtlich wird, was das Motiv, was der Plan der Moderatorin des ZDF im Vorfeld war. Dass diese Fragen nicht zufällig sind, sondern dass es eine Art Drehbuch ist, das hier durchgeführt wurde. Ihr könnt ja schon einmal erraten, was das Drehbuch ist. Im Folgenden das Interview. Herr Chrupalla, vor einem Jahr hat in Deutschland die Impfkampagne begonnen. Inzwischen sind gut 70% der Bevölkerung nach derzeitiger Definition vollständig geimpft. Eine erfolgreiche Bilanz in Ihren Augen? Eine der Maßnahmen der neuen Bundesregierung dagegen ist ja möglicherweise die allgemeine Impfpflicht, die im Januar im Bundestag auf die Tagesordnung kommen soll. Warum ist die AfD dagegen? Herr Chrupalla, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie an dieser Stelle unterbrechen muss. Denn was die Wirksamkeit der Impfung angeht, dazu lesen wir eindeutig andere Sachen. Nur ein Drittel der Corona-Patienten auf Intensivstationen sind Geimpfte, obwohl sie ja, haben wir gerade in dem Zahlenüberblick gesehen, 3/4 der Bevölkerung ausmachen. Also Ungeimpfte sind da ganz klar im Nachteil. Das ist doch ein Beleg für die Wirksamkeit der Impfung. Das RKI also das sagt auch dazu, nennt andere Zahlen. Am 23.12. lesen ich gehe jetzt von den Zahlen aus und von den, ich gehe nicht bloß von den Zahlen aus, ich gehe von den. Trotzdem ist auch offenkundig, dass die Freiwilligkeit bislang nicht ausreicht, um die Impflücke bis zur Beherrschung des Pandemieverlaufs zu schließen. Das Ganze ist ja tatsächlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Sind Sie denn nicht trotzdem auch der Meinung, dass mehr geimpft werden muss, gerade um Maßnahmen wie dem Lockdown zu entgehen? Gerade diese weil Maßnahmen wir ja mehr brauchen, diese, Herr Krupp. Die Wissenschaftler gehen davon aus. Bei der Bundestagswahl hat die AfD ja klar an Stimmen verloren. Auf welche Themen wollen Sie im kommenden Jahr setzen? Politik besteht ja darin, nicht nur gegen Sachen zu sein, die andere machen, sondern eben selber mitzugestalten, auch in der Opposition. Ich möchte es gerne mal konkret mit Ihnen machen. Die Ampelkoalition hat unter anderem 12 Euro Mindestlohn angekündigt. Stimmen Sie dem zu oder nicht? Jetzt im Folgenden das Interview. Und wir wollen in dieser Woche zwischen den Jahren mit Verantwortlichen aller im Bundestag vertretenen Parteien sprechen, über Corona natürlich, aber nicht nur. Ein politischer Jahresrück- und Ausblick soll es sein. Und dazu ist mir jetzt der Parteichef und Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag zugeschaltet, Tino Chrupalla. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Herr Chrupalla, vor einem Jahr hat in Deutschland die Impfkampagne begonnen. Inzwischen sind gut 70% der Bevölkerung nach derzeitiger Definition vollständig geimpft. Eine erfolgreiche Bilanz in Ihren Augen? Nun gut, für diejenigen, die sich impfen lassen wollten, ist das eine sehr gute Bilanz, sicherlich. Allerdings müssen wir natürlich sehen, wenn wir uns die aktuelle Situation in Deutschland anschauen, dass wir leider keinen Schritt weiter sind. Wir reden aktuell wieder von einem Lockdown, der vielleicht bevorsteht, Shutdown, Schulschließung. Also im Prinzip haben wir uns in dieser Weise, was Grund- und Freiheitsrechte angeht, nicht weiterentwickelt. Eine der Maßnahmen der neuen Bundesregierung dagegen ist ja möglicherweise die allgemeine Impfpflicht, die im Januar im Bundestag auf die Tagesordnung kommen soll. Warum ist die AfD dagegen? Ja, dazu muss man sich nur das Grundgesetz anschauen und das ist eine klar grundgesetzwidrige Handlung, dass man hier eine Impfpflicht einführen will, gerade mit Impfstoffen, wo man wirklich die Wirksamkeit in Frage stellen muss. Wir sehen es aktuell, es reicht mittlerweile eine Drittimpfung nicht aus, um sich komplett zu schützen. Also auch das sind mittlerweile die Dinge, die wir erlebt haben. Hier wurden auch Versprechungen gemacht von Medizin, aber auch von Politikern, die nicht eingehalten wurden. Herr Chrupalla, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie an dieser Stelle unterbrechen muss, denn was die Wirksamkeit der Impfung angeht, dazu lesen wir eindeutig andere Sachen. Nur ein Drittel der Corona-Patienten auf Intensivstationen sind Geimpfte, obwohl sie, haben wir gerade in dem Zahlenüberblick gesehen, 3/4 der Bevölkerung ausmachen. Also Ungeimpfte sind da ganz klar im Nachteil. Das ist doch ein Beleg für die Wirksamkeit der Impfung.
gucken wir uns die gesamten Hospitalisierungszahlen an und dann haben wir durchaus einen Wert von 50-50. 50% Geimpfte auf den Stationen genauso wie Ungeimpfte. Das RKI also das muss, sagt auch dazu, nennt andere Zahlen. Am 23.12. lesen ja, ich gehe jetzt von den Zahlen aus, ich gehe nicht bloß von den Zahlen aus, ich gehe von den Zahlen aus, die die Krankenhäuser uns melden. Ich kann in meinen Wahlkreis nachschauen und da sind über 60% sogar Ungeimpfter. Geimpfter auf den Stationen, also auch das muss man, diese Zahlen muss man nehmen. Und warum zum Beispiel wie in Bayern oder Sachsen, warum fängt man an, auch solche Statistiken nicht konkret abzufragen oder sogar Zahlen zu fälschen, wie wir es erlebt haben, unter anderem ja auch in Hamburg. Warum macht man das? Also diese Unsicherheit in der Bevölkerung wird ja von der Politik teilweise mitgestreut. Und das muss man einfach auch akzeptieren, dass Menschen Vorbehalte haben, was die Impfung angeht. Trotzdem ist auch offenkundig, dass die Freiwilligkeit bislang nicht ausreicht, um die Impflücke bis zur Beherrschung des Pandemieverlaufs zu schließen. Das Ganze ist ja tatsächlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Sind Sie denn nicht trotzdem auch der Meinung, dass mehr geimpft werden muss, gerade um Maßnahmen wie dem Lockdown zu entgehen? Ja, wir haben es doch gesehen. Wir haben jetzt eine Impfquote von 75% und trotzdem sind wir keinen Schritt weiter. Ich habe es ja eingangs gesagt. Also sehen Sie doch, dass in vielen Dingen war gerade, diese Maßnahmen weil wir nicht, ja mehr brauchen, diese, Herr Krupala. Nein, wer sagt denn Ihnen, dass das bei 100% besser sei? Die Wissenschaftler, es gibt auch Wissenschaftler und Ärzte, die genau das Gegenteil sagen. Selbst ein Herr Kokele sagt, dass eine Impfpflicht nicht verfassungsgemäß ist und dass die an der Pandemiebewältigung überhaupt nichts rütteln würde. Also von daher sagen wir ganz klar grundsätzlich Freiwilligkeit. Und das ist genau das, was im Übrigen alle Parteien vor der Bundestagswahl auch versprochen haben den Bürgern, dass es hier zu keiner Impfpflicht gehen würde. Also auch dieser Wortbruch, einmalig in der bundesdeutschen Geschichte in dieser Art, dass ein Wortbruch so begangen würde. Und daran halten wir fest und deswegen halten wir das für grundgesetzwidrig und werden uns auch mit juristischen Schritten dagegen wehren. Gut, das ist dann natürlich Sache der Gerichte, das letztendlich zu beurteilen. Aber Herr Krupala, ich möchte an dieser Stelle natürlich mit Ihnen auch noch auf das politische Jahr 2022 blicken und die anstehenden Landtagswahlen. Es sind 4 Stück, NRW, Saarland, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dort wird auch gewählt. Bei der Bundestagswahl hat die AfD ja klar an Stimmen verloren. Auf welche Themen wollen Sie im kommenden Jahr setzen? Nun, wir erleben es ja aktuell, gerade was die Pandemiebewältigung angeht, dass hier Grund- und Freiheitsrechte, das Demonstrationsrecht wurde ja in vielen Teilen ausgesetzt, dass das, denke ich, wichtige Dinge sind, die auch bei den Landtagswahlen eine wichtige Rolle spielen. Wir wollen natürlich auch den Mittelstand stärken. Auf die Inflation, die ein riesiges wirtschaftliches Problem darstellt, wollen wir eingehen. Und auch hier müssen Lösungen her, dass die Bürger sich wieder frei entfalten können, dass auch hier die Grundsätzlichkeiten in vielen Politikfeldern gegeben werden. Und wir sehen in vielen Ländern, dass diese Übergriffigkeit vom Staat, auch was Meinungsfreiheit angeht, wichtig ist, dass wir diese Themen setzen. Und es ist wichtig, dass es eine starke Opposition gibt. Und das wird mit der AfD auch geschehen. Politik besteht ja darin, nicht nur gegen Sachen zu sein, die andere machen, sondern eben selber mitzugestalten, auch in der Opposition. Ich möchte es gerne mal konkret mit Ihnen machen. Die Ampelkoalition hat unter anderem 12 Euro Mindestlohn angekündigt. Stimmen Sie dem zu oder nicht? Das ist eine Angelegenheit der Tarife, der Tarifautonomie, also auch der Gewerkschaften. Das muss mit den Gewerkschaften, aber auch mit den Arbeitgebern verhandelt werden. Und das sollte auch weiterhin in diesen Bereichen auch dort bleiben. Und das ist nicht eine Entscheidung allein der Politik. Sagt der Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Tino Krupala. Bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Gucken wir uns jetzt im Folgenden die Fragen der ZDF-Moderatoren etwas genauer an. Fast alle Fragen bestehen aus der eigentlichen Frage, und davor ein paar Einführungssätzen. In diesen Einführungssätzen versuchen die großen Medien normalerweise immer, bestimmte Narrative zu transportieren. Hier ist es so, dass der Bürger daran gewöhnt werden soll, dass jetzt eine normale Impfung, dass man dreimal geimpft sein muss. Das wird so beiläufig nahegebracht. So, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Inzwischen sind gut 70% der Bevölkerung nach derzeitiger Definition vollständig geimpft. Eine erfolgreiche Bilanz in Ihren Augen? Erinnern wir uns an das Frühjahr. Karl Lauterbach sagte im April, jetzt noch 2 Monate, dann sind wir durch. Dann ist die Impfung da, dann sind wir durch. Dann können die Leute alle geimpft werden, dann sind die Maßnahmen vorbei. Das, was exponentiell wächst, das fällt auch wieder exponentiell ab. Und diesen Kipppunkt, den werden wir Ende Mai erreichen, spätestens. Und dann gehen die Fallzahlen ganz deutlich runter. Das ist auch, was Viola Priesemann vollkommen zu Recht hier also schon vorgetragen hat. Letzte Woche Donnerstag. Genau. Und somit habe ich eine ganz einfache Botschaft. Lassen Sie uns doch noch, wo wir jetzt fast, also wir haben 1 Jahr und 3 Monate durchgehalten, 1 Jahr 4 Monate durchgehalten. Wollen wir nicht doch diese 3 Wochen durchhalten, um dann den vollen Genuss haben? Denn wie dramatisch ist es, wenn sich auf den letzten
Wochen. Mhm. Die Menschen, die jetzt auf den letzten Wochen sich infizieren und schwer krank werden, das ist doch nicht nötig. Daher, ich würde tatsächlich diese letzten 3 Wochen, da würde ich mich auf die wissenschaftlichen Modelle verlassen. Wir halten noch etwas durch. Danach kann geöffnet werden. Dann brauche ich auch gar keine großen Modelle mehr, weil dann sinken die Fallzahlen deutlich. Ich kann dann auch die Impfgeschwindigkeit erhöhen. Diese letzten 3, 4 Wochen, in denen wir jetzt noch etwas Mäßigung brauchen, da plädiere ich, nehmt doch diejenigen mit, die jetzt noch kein Impfangebot haben können. 7% der Kinder, das ist unstrittig, die sich infizieren, entwickeln Long-Covid-Syndrome. Das ist keine Kleinigkeit. Nicht gegen das Impfen quasi öffnet, sondern mit dem Impfen. Ich glaube, dann kriegen wir das hin. Das ist wirklich nur noch eine kurze Zeit. Derjenige, der voll geimpft ist, also die vollständige Impfung hat, der ist also mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit für andere nicht mehr anstecken und kann sich auch nicht mehr anstecken, als jemand, der gerade einen Antigentest gehabt hat. Dann kam der Schwenk, angeblich wegen der Delta-Variante. Jetzt tut diese Moderatorin so, das ist alles ganz normal und jetzt ist auch noch vollkommen normal, dass man 3-mal geimpft ist. Das sagt sie so beiläufig und der Trick ist, sie transportiert Normalität. Und der Zuschauer soll denken, ja, die Journalistin, die sagt das, die ist da so überzeugt, die sagt das so klar, die weiß schon, dass das normal ist. Das ist dann richtig so, weil es ist ja auffällig, für sie ist es vollkommen normal. Ich selbst habe das vielleicht nicht verstanden. Die Journalisten vom Öffentlich-Rechtlichen, die wissen das schon. Und ich bin klug, wenn ich einfach mit der Masse mitschwimme, wenn ich dem einfach folge. Es ist jetzt ganz normal, dass man 3-mal geimpft sein muss. Und eine Impfpflicht ist jetzt einfach eine ganz normale weitere neue Maßnahme. Das ist nichts Besonderes. Und es wird dann so als besonders dargestellt, dass die AfD dagegen ist. Warum ist die AfD dagegen? So, ja, wieso soll man denn da dagegen sein? Ist doch einfach nur irgendwas wie alles andere. Ist doch jetzt eigentlich merkwürdig, da dagegen zu sein. Und jetzt im Folgenden sind Unterbrechungen auffällig. Wo so getan wird, Tino Chrupalla sagt hier etwas Falsches und er ist ein Populist. Er verbreitet hier Falschinformationen. Und das ZDF, die Moderatorin, sie schreitet hier ein. Als gute öffentlich-rechtliche Journalistin schreitet sie ein und stellt Falschinformationen richtig, die AfD hier verbreitet. Und deswegen ist natürlich klar, hier Falschinformationen. Deswegen ist ja vollkommen klar, dass die AfD auch nicht eingeladen wird. Man sieht ja hier, ich muss ihn dauernd unterbrechen, denn Tino Chrupalla verbreitet hier ja Falschinformationen. Aber worin besteht die Unterbrechung? Die ZDF-Moderatorin legt nahe, es sei doch vollkommen schwachsinnig, gegen die Impfpflicht zu sein, denn die Impfstoffe seien doch wirksam. Und Tino Chrupalla würde das ja bestreiten. Es ist natürlich so, die Impfstoffe sind selbstverständlich wirksam, das ist eine Binsenweisheit. Ansonsten wären sie nicht zugelassen worden. CureVac wurde zum Beispiel nicht zugelassen. Aber die Frage ist, wie viel bringen sie genau? Und es ist natürlich so, nur weil ein Impfstoff in gewisser Weise hilft, rechtfertigt das keine Impfpflicht. Und die Moderatorin weiß selbstverständlich ganz genau, dass die Dauer der Wirkung begrenzt ist und dass auch Geimpfte das Virus weitergeben und auch erkranken können. Sie schafft hier eine unzulässige Verknüpfung. Weil die Impfstoffe wirksam sind, wie jeder zugelassene Impfstoff, ist es vollkommen logisch, dass eine Impfpflicht naheliegend ist. Sie stellt zudem zahlreiche Behauptungen auf, die sie als Selbstverständlichkeit rüberbringt. Es muss eine Impfpflicht her, sonst kommen wieder Lockdown-Maßnahmen. Das ist die einzige Möglichkeit, um das abzuwenden. So als würde das feststehen. Dabei ist das eine politische Entscheidung. Es waren immer politische Entscheidungen und es gibt Länder, die mit einer teilweise besseren Bilanz auf Lockdowns verzichtet haben. Oder die jetzt auch generell die Maßnahmen abgeschafft haben, wie Großbritannien. Von republikanisch geführten Staaten in den USA wollen wir gar nicht reden. Schweden ist natürlich ebenso ein bekanntes Beispiel. Trotzdem ist auch offenkundig, dass die Freiwilligkeit bislang nicht ausreicht, um die Impflücke bis zur Beherrschung des Pandemieverlaufs zu schließen. Das Ganze ist ja tatsächlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Sind Sie denn nicht trotzdem auch der Meinung, dass mehr geimpft werden muss, gerade um Maßnahmen wie dem Lockdown zu entgehen? Gerade diese weil Maßnahmen wir ja mehr brauchen, diese, Herr Chrupalla. Nein, sie wird hier nicht dem Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen gerecht, neutral zu agieren, sondern sie bezieht hier ganz aktiv Position. Sie behauptet einfach aus meiner Sicht wirklich in unverschämter Weise, es wäre ja offensichtlich, dass die Freiwilligkeit nicht ausreichen würde. Also sie bestimmt, was ausreicht und was nicht ausreicht. Es wirkt wie ein cleverer Marketing-Trick der Impflobby. Sozusagen, sie wollen etwas verkaufen, es hilft ein bisschen und deswegen, weil es hilft, müssen sich jetzt alle Menschen impfen. Kingsley Coman von FC Bayern musste plötzlich am Herzen operiert werden. Da gibt es einige Fälle, die merkwürdig sind. Natürlich ist es so, in großer Zahl ist wohl anscheinend nicht viel passiert. Die meisten Leute haben das gut überstanden. Aber es gibt eine auffällige Häufung.
Die Wissenschaftler gehen davon aus. Die Wissenschaftler, es gibt auch Wissenschaftler und Ärzte, die genau das Gegenteil sagen. Selbst ein Herr Kokele sagt, dass eine Impfpflicht nicht verfassungsgemäß ist und dass die... Sie machen auch noch so platte Aussagen wie, die Wissenschaftler gehen davon aus und suggeriert, es seien alle Wissenschaftler. Und vor allen Dingen tut sie so, weil eine Mehrheit etwas sagt, ist es automatisch richtig. Die Mehrheitsmeinung ist automatisch die richtige Meinung. Was so natürlich nicht funktioniert. Es kommen dann am Ende noch zwei Fragen abseits von Corona, die auf den ersten Blick neutral wirken. Aber wenn man sich die Einleitungssätze anguckt, dann wird klar, dass hier wieder Narrative transportiert werden. Gegen die AfD, die die Öffentlich-Rechtlichen und die Großmedien versuchen immer zu transportieren, in jedem Interview nach der Bundestagswahl. Es wird zunächst festgestellt, die AfD habe ja stark verloren. Dabei weiß diese Moderatorin natürlich ganz genau, 2% ist jetzt nicht die Welt, die AfD ist immer noch über 10%, obwohl die Öffentlich-Rechtlichen die AfD ganz stark benachteiligt haben, die nicht in Talkshows eingeladen haben, die mit dem Rechtsextremismus ein Narrativ überzogen haben. Sie suggeriert hier, es hätte eine Gleichbehandlung der Parteien gegeben, was natürlich nicht der Fall war. In der folgenden Frage spielt dann die Moderatorin noch einmal den Populismus-Frame. Politik besteht ja darin, nicht nur gegen Sachen zu sein, die andere machen, sondern eben selber mitzugestalten, auch in der Opposition. Ich möchte es gerne mal konkret mit Ihnen machen. Die Ampelkoalition hat unter anderem 12 Euro Mindestlohn angekündigt. Stimmen Sie dem zu oder nicht? Gar kein Thema für die Moderatorin war, dass die AfD wieder keinen Vizepräsidenten und diesmal nicht einmal mehr Ausschussvorsitzende gewählt bekommen hat. Dass diese Wahl der Ausschussvorsitzenden plötzlich geheim war, was für diese Wahl eigentlich nicht angemessen ist. Dadurch, dass die Moderatorin das nicht thematisiert, wirkt es so, das ist halt nicht wichtig. Das muss man nicht thematisieren. Die Frage nach den 12 Euro Mindestlohn hat dann eigentlich mit dieser Feststellung, dass man in der Opposition mitgestalten müsse, gar nichts zu tun. Sondern es ist vollkommen klar, man sieht hier ganz klar, das wurde nur eingebaut, um die AfD schlecht zu machen. Dieses Narrativ wollte man unbedingt noch irgendwie an die Bürger weitergeben. Und der Trick ist auch hier, dass durch die Frage sofort davon abgelenkt wird. Das heißt, es wirkt dann bei den Leuten unterbewusst und Tino Kupala beantwortet dann aber die Frage. Das heißt, wenn er nicht drauf eingeht, dann ist das implementiert bei den Leuten. Dann gilt der Frame als akzeptiert. Was hätte Tino Kupala besser machen können? Man muss sich bewusst sein, die großen Medien versuchen, alles zu verdrehen, was man verdrehen kann. Sie versuchen, den Interpretationsspielraum immer maximal negativ zugunsten der AfD auszunutzen und Sätze isoliert zu zitieren, um Fehlsuggestionen zu verbreiten. Man muss sich daran erinnern, niemand kontrolliert die großen Medien. Sie bilden ein Kartell, wir regen uns dann drüber auf, aber öffentlichkeitswirksam werden sie nicht kontrolliert. Das heißt, wenn man einen O-Ton produziert, dann ist extreme Vorsicht geboten. Und hier hilft es, möglichst präzise zu formulieren, auf Wertungen möglichst zu verzichten. Gucken wir uns jetzt die Aussagen von Tino Kupala im Folgenden einmal an. Er spricht am Anfang von Wirksamkeit, das wirkt erstmal sehr sachlich, aber Wirksamkeit in Bezug auf was? Was heißt wirksam, was ist nicht wirksam? Die Öffentlich-Rechtlichen oder andere Medien werden gezielt jetzt sagen, Tino Kupala hat gesagt, die Impfung ist nicht wirksam. Die Impfungen sind natürlich wirksam, weil sonst wären sie nicht zugelassen worden. Wirksam sind sie aber nicht in der Hinsicht, dass Leute sich nicht anstecken können. Aus dem Interview heraus, wie Tino Kupala es sagt, ist natürlich vollkommen offensichtlich, wie er es meint, was er gesagt hat. Aber zum Beispiel Rote Fahne News und es gibt bestimmt andere Medien, die isolieren das und verbreiten Falschinformationen und verzerren das. Und natürlich, zu einem gewissen Grad kann man das nicht verhindern, aber man kann es sehr wohl verringern, indem man Zahlen nennt, ganz konkret. Oder man immer gleich einschränkt, wirksam in Bezug auf was, dass man auf keinen Fall irgendeinen Interpretationsspielraum offen lässt. Dann kommt eine Formulierung, die Drittimpfung würde nicht ausreichen. Hier ist wieder die Frage, ausreichend für was? Die Drittimpfung hilft sehr wahrscheinlich sehr wohl dabei, dass das Krankheitsrisiko einige Monate nach der Impfung, dass es geringer ist. Das heißt, in der Hinsicht kann man sagen, ja, es hilft. Und die öffentlich-rechtlichen Medien werden jetzt sagen, oder andere Medien, DTR, Tino Kupala hat gesagt, die Impfung hilft nicht. Obwohl natürlich klar ist, dass er es anders gemeint hat. Dass man sich ständig neu impfen muss. Oder dass man auch mit Drittimpfung immer noch sich anstecken kann, auch erkranken kann und es weitergeben kann und so weiter und so fort. Eine weitere Formulierung ist, es gibt Wissenschaftler, die das Gegenteil sagen. Auch hier ist wieder die Frage, das Gegenteil von was? Was meint er genau? Es ist dann so, dass es so einen Zahlenkrieg gibt zwischen Tino Kupala und der Moderatorin. Ein Drittel der Corona-Patienten auf Intensivstationen sind Geimpfte, obwohl sie ja, haben wir gerade in dem Zahlenüberblick gesehen, 3/4 der Bevölkerung ausmachen. Also Ungeimpfte sind da ganz klar im Nachteil. Das ist doch ein Beleg für die Wirksamkeit der Impfung.
gucken wir uns die gesamten Hospitalisierungszahlen an und dann haben wir durchaus einen Wert von 50-50. 50% Geimpfte auf den Stationen genauso wie Ungeimpfte. Das RKI also das sagt auch dazu, nennt andere Zahlen. Am 23.12. lesen ich gehe wir, jetzt von den Zahlen aus und von den, ich gehe nicht bloß von den Zahlen aus, ich gehe von den Zahlen aus, die die Krankenhäuser uns melden. Ich kann in meinen Wahlkreis nachschauen und da sind über 60% sogar Ungeimpfter Geimpfter auf den Stationen. Also auch das muss man, diese Zahlen muss man nehmen. Und die Moderatorin spricht von einem Verhältnis 70-30, Tino Chrupalla von 50-50. Aus meiner Sicht ist es essentiell wichtig, dass Tino Chrupalla sofort die Quelle mitbenennt, damit die Moderatorin nicht die Gelegenheit hat, ihn irgendwie als unseriös hinzustellen. Tino Chrupalla ergänzt das nachher, aber das Problem ist, einen Moment lang hat der Zuschauer den Eindruck, Tino Chrupalla hat etwas Falsches gesagt und das setzt sich im Gehirn fest. Und das kann man am besten verhindern, indem man gleich eine Quelle nennt und damit unangreifbar wird. Ein Vorbild ist hier aus meiner Sicht Sarah Wagenknecht. Sie hat wirklich alle Zahlen im Kopf, ihr kann man so nicht beikommen. Und gleichzeitig betreibt sie Aufklärung. Genau das könnte Tino Chrupalla hier auch machen, indem er auch dann dem Zuschauer im Zweifel erklären kann, warum die Moderatorin jetzt Fehlsuggestionen verbreitet. Warum das, was er sagt, richtig ist, wie die Lage ist oder warum man vielleicht nicht sicher weiß, wie sie ist. Und dass es eigentlich ein Skandal ist, dass man es nicht weiß. Und dass er das dann gleich alles erklärt und damit effektiv dem Narrativ der Moderatorin widersprechen kann. Sehr gut war aus meiner Sicht aber die Themenlenkung von Tino Chrupalla auf die Fälschungen in Sachsen, Bayern und Hamburg. Warum zum Beispiel wie in Bayern oder Sachsen, warum fängt man an, auch solche Statistiken nicht konkret abzufragen oder sogar Zahlen zu fälschen, wie wir es erlebt haben, unter anderem ja auch in Hamburg. Warum macht man das? Also diese Unsicherheit in der Bevölkerung wird ja von der Politik teilweise mitgestreut. Aus meiner Sicht, das hätte er noch stärker in den Mittelpunkt stellen können, den Skandal, wie es überhaupt zu sowas kommen kann. Die Datenwüste, die fehlende Aufarbeitung, die fehlende Kritik in den Medien. Dass das so abgearbeitet wird, wird zwar erwähnt, aber so, als wäre das nichts Besonderes. Dass Zahlen gefälscht werden, auf denen wichtigste Entscheidungen von größter Tragweite gefällt werden. Für ganz viele Menschen, wo es um Existenzen geht. Und die Moderatorin, die framet das so, die probiert das so wegzubügeln und so damit den Eindruck zu erwecken, das ist nicht wichtig, das ist halt irgendeine kleine Panne, das passiert. Und hier hat Tino Chrupalla die Möglichkeit, den Leuten ins Bewusstsein zu rufen, wie schwerwiegend das ist. Und auch, dass die Medien nicht richtig arbeiten. Hier kann er im Grunde die Medien angreifen, indem er deutlich macht, ihr skandalisiert das nicht, ihr handhabt das so, als wäre das nichts Besonderes. Und es spielt für euch keine große Rolle. Das müsste eine viel größere Rolle spielen. Also von daher sagen wir ganz klar, grundsätzlich Freiwilligkeit. Und das ist genau das, was im Übrigen alle Parteien vor der Bundestagswahl auch versprochen haben den Bürgern, dass es hier zu keiner Impfpflicht gehen würde. Also auch dieser Wortbruch, einmalig in der bundesdeutschen Geschichte in dieser Art, dass ein Wortbruch so begangen würde. Und daran halten wir fest und deswegen halten wir das für grundgesetzwidrig und werden uns auch mit juristischen Schritten dagegen wehren. Sehr gut war es von Chrupalla auch, dass er daran erinnert hat, dass die anderen Parteien ihr Versprechen gebrochen haben und dass die AfD im Grunde sich nur daran hält, was die anderen Parteien versprochen haben. Hier hätte man auch natürlich wieder die Medien angreifen können und so weiter und so fort. Und daran erinnern können, wie Leute beschimpft wurden, die gesagt haben, die Impfpflicht kommt, wie es in den Talksendungen zuging, wie Alice Weidel als Verschwörungstheoretikerin hingestellt wurde und so weiter. Es ist wie gesagt so, natürlich im Nachhinein, man kann immer Verbesserungen machen und es ist was ganz anderes, im Interview zu sein und spontan antworten zu müssen, als sich das im Nachhinein zu überlegen. Aber ich denke, mit den wertenden Adjektiven, das kann man umsetzen, das ist umsetzbar. Dass man immer probiert, mit ganz konkreten Zahlen zu arbeiten und Wertungen immer zu vermeiden. Oder Begriffe wie wirksam, etwas ist gut oder schlecht, schlimm oder nicht schlimm und so weiter. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.